alle sind jetzt auf Social Media. Wir müssen LinkedIn machen, wir müssen Instagram machen, wir müssen TikTok machen. Wir müssen, ich habe da auch gehört, da gibt es was mit diesem Social Selling. Wir müssen das jetzt auch machen. Halt, stopp. Warum? Wieso? Was ist wichtig? Welche Plattformen wären für euch vielleicht die richtigen? Das besprechen wir nach dem Intro. So, jetzt gibt es ja eine ganze Bandbreite an Social Media Plattformen. Ich finde sie alle doof. Ja, aber das ist deine persönliche Meinung. Und die hat ja heute gar nichts verloren. Spaß beiseite. Es gibt eine ganze Bandbreite an Social Media Plattformen. Und da wir uns im Maschinenbaubereich bewegen, empfehlen wir grundsätzlich immer mal vorwiegend eine, nämlich LinkedIn. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, nämlich weil du dort extrem gut Social Selling betreiben kannst. Weil die Zielkunden ja schon mal da sind. Also das ist ja eine der, unabhängig von welche Plattform mag ich oder welche mag ich nicht. Da, wenn du einfach schaust, wer ist von dieser Branche dort vorhanden, kriege ich dort die Entscheider, ja, nein, sind da einfach viele. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung für einen Zugangskanal, dass ich überhaupt den kriege, den ich will. Weil es vor allem halt auch eine Plattform im Business-Kontext ist. Ne? Ist ja, LinkedIn ist eine absolute Business-Plattform. Natürlich ist sie trotzdem als Social-Media-Plattform zu sehen, aber halt nicht wie Instagram, wo jetzt auch, was weiß ich, ganz viele tolle Urlaubsfotos gepostet werden. Das hast du halt auf so einer Business-Plattform nicht. Da bist du immer in dem Kontext unterwegs. Ist ja auch genau in die Richtung, ging ja auch dein Kommentar mir gegenüber. Ich finde, rein als Privatperson finde ich alle Social-Media-Plattformen doof. Ja. Von mir findest du auch keine Kinderbilder meiner Kinder oder was auch immer nicht. So, von dem her, wir müssen es aus dem Business-Kontext sehen. Genau. Und jetzt haben wir ja einen Punkt. Du bist ja deutlich aktiver auf Social Media als ich. Und du hörst ja auch immer wieder, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, ja, weiß nicht so recht, ob das bei uns funktioniert. Ja. Unsere Branche ist ganz anders. Und wenn man dann vielleicht mal einen halblebigen Versuch gestartet hat, mal irgendwas zu posten, ja, da kam ja kein direkter Kunde raus. Also es funktioniert für mich nicht. Ja. Ja. Was sagst du denn da? Schön, dass ich das probiert habe. Das ist einfach zu wenig. Also man muss bei Social Media, und ich würde das ganz gerne auch jetzt hier ein bisschen fokussieren auf LinkedIn, wobei es übergreifend für alle Bereiche in Social Media gilt. Es ist einfach ein sogenanntes Long-Term-Game, ein Marathon. Es dauert lange. Also du hast gerade gesagt, immer ein Post, nichts passiert. Ja, ein Post ist halt nichts. Also das ist im Prinzip, du existierst dann nicht auf Social Media, wenn du einen Post machst. Ich finde vor allem diesen Begriff Social Selling sehr irreführend, weil es eben kein Selling im ursprünglichen Sinne ist, ja? Also nee. Es ist ein Social Trust aufbauing. Darum geht's. Im Prinzip ist es mündet nachher im Selling. Also das ist der Hintergrund. Ne? Wir bauen Vertrauen auf, wie du es gerade gesagt hast. Wir posten, wir kommentieren, wir kommen mit anderen in den Austausch, wir interagieren. Und am Ende des Tages soll es auf ein Ziel rauslaufen, nämlich um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Beziehungsweise, es gab mal eine interessante Aussage, du machst eine Kompetenzvermutung, du erzeugst eine Kompetenzvermutung, die du dann auch bestätigen musst. So. Und genau das machst du in Social Media. Du kannst ein Geschäft oder eine Geschäftsbeziehung anbahnen. Ich finde es immer ganz spannend, wenn du Gespräche mit neuen Menschen hast, mit denen du bislang noch keinen Kontakt hattest. Jedes Mal geht hier die Tür auf, du kommst zum Schluss rausgelaufen und sagst, ist unglaublich, auch er oder sie hat schon wieder gesagt, und dann kommt der typische Satz, Herr Gleisner, ich folge Ihnen schon seit 6 Monaten, 9 Monaten, was auch immer, ja. Ich muss jetzt endlich mal mit Ihnen Kontakt aufnehmen. So. Und genau das ist dieses Social Selling. Ab da bist du ja im direkten Kontakt, ja. Ab da bist du am Klären, passen wir zueinander, hat der ein Problem, das wir überhaupt lösen können, bieten wir ihm einen Mehrwert. Also ab da sind wir ganz normal im Selling. Ja, so, genau. Und der Social Teil über Social Media ist ja genau dieser Effekt, ich folge Ihnen schon ganz lang, ich habe das Gefühl, ich kenne Sie schon ganz lange, ja. Das ist der Effekt da dahinter. Absolut. Und das baust du halt nicht auf, indem du 1, 2 oder 3 Posts machst, machen wir uns mal nichts vor, das baust du auch nicht auf, und das ist einfach nur die reine Wahrheit, das baust du auch nicht auf, wenn du einmal im Monat was postest und das über 3, 4 Jahre lang, das reicht einfach nicht. Vor allem einfach mal posten ist Stufe 3.
Ja. So, wir haben einen Dreiklang, der erfüllt sein muss. Ja. So, was ist Punkt 1? Punkt 1 ist, dass du ein sauberes Profil hast. Also, dass das, was du tust, für die Leute ersichtlich ist. Du brauchst ein Profil. Also die Identität, mit der du unterwegs bist, dass also, das schon mal sauber ausschaut. Ja, und auch hier wieder, lass uns auf das Business, auf die Business-Plattform gucken. Wenn du halt in LinkedIn unterwegs bist, macht es vielleicht schon Sinn, dass du ordentlich gekleidet bist auf dem Bild, dass du eine saubere Frisur hast und dass du halt nicht mit dem Surfbrett am Strand liegst oder dich mit dem, was weiß ich. Ich glaube, ich muss mein WhatsApp ja, genau. Bin ich mit Surfbrett auf Bali. Aber ich hatte neulich mit einem Vorstand zu tun, haben per WhatsApp geschrieben, was hat er für ein Foto drin? Ja, Surfbrett. Er mit Surfbrett aber, am aber, Strand. Genau, aber ist meistens dann schon auf, da bist du auf einem anderen Niveau unterwegs. Absolut. Wenn du dem per WhatsApp. Aber, also Profil, absolute Grundvoraussetzung. Ja, du, genau. Ich meine, soweit, so logisch. So. Ja. Jetzt melde ich mich heute an, mache ein tolles Profilbild rein. Ja. Ich fülle sogar alles aus und nicht nur meine aktuelle Position. Ja. Mach einen Post und der hat nicht funktioniert. Jetzt haben wir Stufe 2 vergessen. Ja. Was bei Social Media ja der Punkt ist, dass grundsätzlich mal das, was du postest, den Leuten ausgestrahlt wird, mit denen du vernetzt bist. Ist das natürlich jetzt eine sehr kleine Gruppe, die dann vielleicht auch noch sehr inaktiv ist, hast du schon mal den Nachteil, dass dich diese Social Media Plattform oder auch LinkedIn daran misst, wie sehr interagiert dein Netzwerk mit deinem Content, mit deinem Beitrag. Und wenn das halt nicht der Fall ist, na, dann rauschst du durch den Feed, wie ein Mercedes-AMG durch irgendeinen Tunnel. Also der beste Post bringt dir nichts, wenn du dein Netzwerk nicht aufbaust. Das ist wie, ich gründe eine Zeitung, habe aber keine Abonnenten oder ich hänge ein Plakat auf, aber es ist im Wald. Ja, so ungefähr. Okay. Also ist ähnlich. Und was halt wichtig ist, und der Netzwerkaufbau, der ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich hau mir mal alles in mein Netzwerk rein, was ich brauchen kann. Also ich kenne Leute und da gibt es einen mittlerweile sehr guten Bekannten von mir, der hat 26.000 Follower und der hat vor kurzem mal zu mir gesagt, ich weiß nicht, was du machst. Du erzählst mir immer mal wieder, dass du eine Anfrage kriegst. Bei mir passiert nichts auf LinkedIn. Ich habe 26.000 Follower. Dann sage ich, ja, Entschuldigung, aber du hast halt nur Schrott in deinem Netzwerk. Mit Schrott meine ich nicht, dass die Leute alle Schrott sind, aber es passt halt nicht zu deinem Business. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel als Vertriebsberater für Maschinenbau lauter IT-Leute drin hätte oder irgendwelche Mental Health Coaches oder was weiß ich und ich würde was zu Vertrieb über Maschinenbau sprechen, na, wen interessiert denn das? Na, die würden dann vielleicht noch so ein so ein Like machen, weil entweder sie haben Mitleid oder sie finden mich cool genug, dann würden sie ein Like machen, aber das bringt mir am Ende des Tages nichts. Also musst du dein Netzwerk so aufbauen, dass du auch die Leute in deinem Netzwerk hast, mit denen du in Kontakt kommen willst. So, das heißt, ein großer Teil deines Netzwerks muss deine Zielgruppe sein. So, dann brauchst du einen sogenannten Reichweiten-Spreader. Du brauchst ein paar Leute, die was zu sagen haben, die auf LinkedIn aktiv sind, die eine gewisse Reichweite haben, weil wenn die bei dir was kommentieren, sehen es natürlich auch sehr viele andere. Aus dem erzeugt es zusätzliches Vertrauen. Du brauchst dann auch vielleicht zukünftige Zielgruppe. Also in unserem Fall jetzt zum Beispiel, wir agieren ja hauptsächlich mit Geschäftsführern oder auch Vertriebsleitern. Und wir nehmen dann einfach auch Leute, die vielleicht aktuell noch im Vertrieb arbeiten oder Leute, die jetzt in einer Prokuristenposition sind oder so und vielleicht daraus resultieren Geschäftsführungen. Wenn ich mit größeren Unternehmen zu tun habe, ist eine super Zielgruppe, sind auch immer die Vorstandsassistenten. Ja. Die wollen Karriere machen, die sind die zukünftigen Führungskräfte, absolut. Die müssen sich beweisen, die müssen voran. Nur mal so als, die kaufen heute noch nicht, aber die kaufen morgen. Aber jetzt haben wir quasi ein sauberes Profil. Und wir haben das Thema Netzwerkaufbau, was ja auch nicht von heute auf morgen klappt, weil ich kann nicht am Tag 10.000 potenzielle Mitglieder mir einladen, weil irgendwann ist gekappt. Also habe ich schon mal, weil du vorhin von Marathon gesprochen hast. Genau, die begrenzen das. Also das hier, LinkedIn zum Beispiel, begrenzt die Möglichkeit an Vernetzungsanfragen. So, von dem her, ich darf mir nicht vornehmen, am Samstag klicke ich mal 24 Stunden lang auf alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Das allein hat schon mal was mit Marathon und längerfristiges Spiel zu tun, weil das baue ich mir nicht innerhalb von einem Tag auf. Absolut. Und dann kommt die Thematik mit, jetzt bringe ich Content, wo ich dann auch erstmal ein bisschen ausprobieren muss, was wirkt nicht. Absolut. Grundregel ist, je mehr feingeschliffen das ist und je mehr das nach Corporate Marketing Abteilung aussieht, umso weniger zieht es im Normalfall und je persönlicher und aus dem Alltag das ist, umso besser. Ja. Und auch hier gilt aber wieder auch dieser Langzeitfaktor, bloß weil du heute mal einmal etwas postest, das ist ja in 5 Sekunden wieder weg. Also, wo du hin willst mit dem ganzen Ding ist, Herr Gleisner, ich folge Ihnen jetzt schon seit ein paar Monaten, ich habe mir es immer wieder angeguckt, ich habe das Gefühl, ich kenne Sie. Und ganz oft hören wir diese Aussage, ja, in unserer Branche ist es nicht so üblich.
Ja. Perfekt, Weltklasse. Alle anderen machen es nicht. Alle anderen tauchen nicht regelmäßig auf dem Bildschirm bei den anderen auf. So, und jetzt bist du mit deinem Unternehmen diejenigen, die immer wieder kommen, immer wieder kommen, immer wieder kommen. Ja. Die haben ganz, ganz banales... Und ich muss ja quasi diese Regelmäßigkeit in den Köpfen erzeugt haben, damit die schon da ist, ja, wenn es akut wird. Absolut. Ich bin jetzt gerade am Thema Hausumbau dran. Ja. Und es gibt ganz viele Firmen auch bei mir in der Heimat, wo ich dran vorbeigefahren bin, wo ich weiß, die haben so Baustoffzeug und Fliesen und Gedöns. Hat mich natürlich bislang nie interessiert. Mhm. Aber die, die ich regelmäßig gesehen habe, das sind die, wo ich als erstes reingegangen bin. Ist doch ganz klar. Es ist so. Es ist ja auch, wenn du irgendwie gerade unterwegs bist und das passiert uns allen. Du bist irgendwo im Internet unterwegs, du suchst irgendwas und du klickst auf irgendeine Seite, weil du gerade was suchst oder so. Hey, wie lange wird dir denn danach noch, ich sag mal, dieser Content angezeigt? Natürlich ist es da in werblicher Form, aber wenn du dann wirklich deine Entscheidung getroffen hast und sagst, jetzt kaufe ich den Fernseher halt, na, dann wirst du halt bei dem, der am präsentesten in deinem Kopf ist, und meistens sind es halt heutzutage die großen Ketten, ne, die machen das auch ganz geschickt, dann kaufst du bei denen. Ich meine, hier ganz, man kann auch mal einen Namen droppen, Amazon. Wer heutzutage, das ist für mich fast schon eine Suchmaschine, wenn es da das Produkt nicht gibt, dann ist es schlecht. So, und da ist es genauso, wenn du dann unterwegs bist und du bist in LinkedIn unterwegs und du hast halt jetzt schon 25 Mal mein Gesicht gesehen und dann kommt irgendein Thema auf beim Vertrieb, dass jetzt läuft der Prozess schon wieder nicht und irgendwie sollten wir mal über das Qualifizieren nachdenken, weil wir haben schon wieder so viele Angebote geschrieben und keiner kauft bei uns was, ne? Und dann ist vielleicht ganz logisch zu sagen, Mensch, da war doch einer aus dem Maschinenbau. Ah, guck mal, der Gleisner, das ist einfach eine logische Verknüpfung. Wir assoziieren, das ist menschlich und deswegen ist das ganz wichtig. Und jetzt kommt der Dreiklang ins Spiel und das will ich einmal noch gern beleuchten, da sind wir jetzt so ein bisschen durchgeritten. Jetzt kommt nämlich der Dreiklang ins Spiel. Jetzt sehen die deinen Content und das allererste ist, wie auch sonst, wenn du irgendeine Firma siehst, gehst du auf die Homepage und deine Homepage ist in dem Moment dein Profil. So, jetzt geht er da drauf, auf dein Profil. Dann ist für mich persönlich immer mal zu gucken, wie viele Kontakte hat er denn. Und wenn da 500 plus steht, finde ich es schon mal cooler. Wenn ich dann noch sehe, hey, der hat nicht erst 2 Posts gemacht, sondern 4, 6, 8, 9, 12.000. Und da sind auch ein paar Likes drunter. Das heißt, er hat auch Aufmerksamkeit bekommen. Dann hat er bei mir schon mal einen relativ hohen Vertrauensstand oder einen Vorschuss. Weißt du, so einen Vertrauensvorschuss, den sich andere am Telefon hart erarbeiten müssen, wo ich viel, viel kritischer bin, weil ich viel, viel wärmer mit den Leuten bin. Und an der Stelle auch einmal, auch wenn ihr am Anfang nicht viel Aufmerksamkeit kriegt, lasst euch davon nicht abschrecken. Ich habe dafür ein exemplarisches Beispiel. Einer unserer ersten Kunden, als wir 2020 angefangen haben, ich glaube, es war der dritte oder vierte Kunde, der kam zu uns auf einem Post, auf den wir null Reaktion gekriegt haben. Keine Likes, keine Kommentare. Und er hat bei uns unterschrieben, weil ihm der Inhalt von dem Post gut gefallen hat, weil ihm die anderen Posts auch gut gefallen hat. Es ist meistens nicht damit getan, dass ihr viele Likes kriegt, sondern ihr müsst die Leute auch mit eurem Thema abholen. Und das ist der Beweis dafür, dass es auch geht, ohne große Interaktion. Die hilft euch natürlich, weil ihr eine größere Reichweite kriegt. Aber es funktioniert auch ohne Interaktion. Und jetzt kommt noch ein Punkt, das ist dem Daniel sein allerliebster Punkt, wenn wir mit Kunden sprechen und es geht darum, was zu posten und die kriegen dann Reaktionen, dann kriegt er immer die Krise, wenn er sagt, ja, habt ihr die mal irgendwie gecheckt, seid ihr dem mal hinterhergegangen, ihr habt 80 Likes gekriegt, habt ihr mal geguckt, wer da drunter geliked hat, und der Gegenüber sagt dann, nee, dann kannst du mal gucken, wie der junge Mann da in Zoom im Dreieck. Egal, was du mit Marketing machst, ist doch immer zum Schluss die Idee dahinter, ich will Aufmerksamkeit bei gewissen Menschen, ja, erzeugen. So, und wenn du heute eine Zeitungsannonce machst, weißt du nicht, wer es gelesen hat. Wenn du jetzt schon Leute hast, die den Daumen hoch gemacht haben, ja, du weißt, die haben dein Zeug gelesen. Du weißt, die finden es ganz gut. Ja. Egal, ob sie es gut finden oder sich selber damit profilieren, ja, wollen, ist doch völlig wurscht. Aber ich weiß, wer es ist. Ich kann den doch antickern. Also, das ist doch das wertvollste Lied, das du kriegen kannst. Und dann sagt man, ja, es hat nicht funktioniert. Es hat noch keiner hier eine Anfrage reingeschickt. Ich wollte sagen, und damit ist ja nur der Einstieg getan. Und das ist einfach ein Einstieg. Da tun sich viele ja zum Beispiel auch bei der Kaltakquise extrem schwer, einen ordentlichen Einstieg zu machen. Hey, hier kriegst du es auf ein Silbertablett serviert. Der liked bei dir, der schreibt vielleicht noch einen Kommentar. Jetzt mach nur nicht den Fehler. Und das passiert leider auch viel zu häufig. Schick dem irgendeinen dummen
Copy-and-Paste-Text, wo du gar nicht mal drauf eingehst, was vielleicht der braucht, sondern, hey, hast bei mir geliked, wir machen das und das und das und das und das. Bam. Weißt du, oh, Freunde. Ne, an der Stelle, und jetzt kommt nämlich der vertriebliche Aufwand, jetzt kommt das Selling oder der erste Ansatz von Selling nämlich zum Tragen, dass du jetzt hingehst und mal ein bisschen recherchierst. Das heißt, du guckst auf dem sein Profil, guckst dann vielleicht von dort mal noch, was macht die Firma, Webseite, und da gibt es ganz viele Informationen, die man nutzen kann oder die du nutzen solltest, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Hey, ich habe auf ihrer Website gesehen. Das ist aber schon wieder vertriebliches Vorgehen. Ja, genau. Das hat schon wieder nichts mehr mit Social Selling an sich zu tun, sondern ab jetzt ist logisches Vorgehen im Vertrieb. Richtig. Und dadurch, dass wir uns auf Social Media immer noch bewegen, du eben noch nicht aus diesem Social Media Bereich rausgegangen bist, sondern ja jetzt den Kontakt aufbaust, vielleicht gerne auch über den Chat, wirklich heb dich ab. Mittlerweile, also egal mit welchem Geschäftsführer oder mit welcher Geschäftsführerin ich spreche, die kotzen alle über die ganzen Nachrichten, die sie kriegen, weil sie einfach alle... Letzten Freitag habe ich einen Termin gehabt mit dem Geschäftsführer, der hat zu mir gesagt, ich habe an einem Tag 20 Nachrichten gekriegt und 7 davon waren inhaltlich komplett gleich. Da ist nur der Name ausgetauscht worden. Ja. Und das ist genau das, was ihr nicht machen sollt. Deswegen macht Recherche, guckt auf die Homepage, guckt ins Profil, nehmt einen Post von dem, kommentiert gerne auch drunter und nehmt auf dieses Kommentar Bezug in der Nachricht. Viel persönlicher kann es gar nicht mehr werden und die Leute werden auch mit euch sprechen. Natürlich ist wie am Telefon auch, ihr werdet nicht alle kriegen, nicht alle schreiben zurück, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr sauber anfangt mit denen zu kommunizieren, gute Postings schreibt, ein sauberes Netzwerk habt, das euch auch weiterhilft, das vielleicht auch mal für euch, sag mal, den Rücken stärkt und ihr dann noch ein Profil habt, wo die Leute das sehen können, was ihr wollt, genau dann funktioniert Social Selling. Hast du noch was hinzuzufügen? Dem ist nichts mehr. Nein. Nein. Vielleicht nur noch mal auf meinen ersten Satz zurückzukommen, wo ich gesagt habe, ich kann Social Media nicht leiden. Ja. Aus Business-Sicht muss ich mir doch jetzt einfach die Frage stellen, wenn ich in Zeit- und Geldkapazitäten denke. Ja. In was investiere ich jetzt? Wichtiger und woran glaube ich? Also es geht gar nicht um Social Media, welcher Kanal oder sonst irgendwas. Wenn ich auf eine Messe gehe, habe ich so einen punktuellen Effekt, den ich setzen kann. Ja, ich komme mal raus von daheim, ich kriege auch noch ein Bierchen und einen Kaffee, ich treffe nette Leute, ist so ein Einmaleffekt. Mhm. In persönlicher Beziehung, ich kann mit den Leuten quatschen, alles gut, vielleicht sammle ich noch ein paar Visitenkarten ein, muss hinterhergehen. Ich habe bei Social Media einfach auch die Möglichkeit, und es ist keine private Spielerei, wie wir jetzt auch schon gesehen haben, mit dem Dreiklang und Aufbauen. Genau. Ich kann mir selbst aussuchen, wer hauptsächlich mein Content sehen kann. Ich kann sehr klar auf Zielgruppe zugehen. Ich habe das selber im Griff, wie oft mein Zeug ausgespielt wird, wie viel ich da poste, wie viel Einblick ich im Alltag gebe und wie stark ich an den Satz rankomme. Herr Gleisner, ich folge Ihnen schon seit 6-9 Monaten. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. So, und jetzt ist doch die Frage, nicht ob ich Social Media mag oder nicht, und ob der letzte Post, den mein Kumpel auf Facebook gemacht hat, so doof war, dass ich den nicht machen würde. Ja. Sondern will ich das haben, dass ich selber in der Hand habe, welche Zielgruppe mein Zeug wie oft sieht, oder will ich das halt nicht? Ja, das ist so. Und was du halt auf der Messe zum Beispiel nicht kannst, und das kannst du halt auch über Social Media extrem gut, auf der Messe kannst du nur deine Produkte ausstellen. Du kannst ganz schwierig Anwendungsfälle darstellen. Du kannst auch nochmal schon mit Videos arbeiten, aber die Chance, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit, wenn das Video läuft, gerade da sind, in Social Media steht es halt einfach. Und je nachdem, wie gut du ausgestrahlt wirst, sehen es halt sehr viele Leute und das ist nicht zu unterschätzen. Deswegen, ihr könnt dort auch viel mehr auf die Bedürfnisse eurer Kunden eingehen. Setzt natürlich voraus, ihr kennt sie. So, aber ihr könnt da drauf eingehen und das ist genau der Punkt. Das ist zu entscheiden, wo geht mein Budget hin? Messe oder vielleicht doch na 24/7 Präsenz. Überlegt euch, macht euch ganz klare Gedanken dazu. Wir haben dazu auch über diese ganzen strategischen Überlegungen schon ein paar Folgen aufgenommen. Hört gerne mal in die anderen Folgen rein. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Wie der Daniel so schön gesagt, eine gute Bewertung. Wenn ihr Bock habt, auch ein Abo, weil dann hört ihr uns regelmäßig. Und ansonsten sind wir für heute raus. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.